Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag um 15.30 Uhr bei Bayer 04 Leverkusen. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt und vorab die Info, dass uns nach Leverkusen am Sonntagnachmittag über 700 FCH-Fans begleiten werden, was natürlich eine super Zahl ist und uns alle sehr erfreut. Und zudem die Info, dass für Kurzentschlossene ab 2 Stunden vorher noch vor Spielbeginn die Tageskasse, Gästetageskasse geöffnet ist. Das vorneweg soweit und Frank zum Sportlichen. Wie sieht es personell aus? Ja, personell hat es eigentlich nichts verändert. Das bedeutet, dass Marlon Busch, der jetzt auch vor dem letzten Spiel im Abschlusstraining dann nicht mehr mittrainieren konnte, auch weiter ausfallen wird, hat sich leider wieder verletzt, auf der anderen Seite muskulär. Wir hoffen natürlich, dass er so schnell wie möglich zurückkommt, aber steht uns nicht zur Verfügung. Und der Rest ist gleich wie letzte Woche. Vielen Dank. Und jetzt eure Fragen zum Spiel am Sonntag. Timo Lemmerhardt, Schwäbische Zeitung und allen Nachrichten macht den Anfang, bitte. Ja, Frank, mich würde mal interessieren, was das für ein Gefühl ist, Donnerstags Euroleague zu gucken, Bayer Leverkusen gegen Hecken und zu wissen, dass man dann sonntags bei denen antritt. Ja, bis gestern vor dem Spiel dachten wir, wir haben alles gesehen von Leverkusen und dann kam nochmal Arbeit dazu, weil sie ein paar Dinge dann nochmal verändert haben und gezeigt haben, dass sie noch variabler sind, als sie ohnehin schon sind. Und das hat jetzt nichts geändert in der Vorfreude, dass wir am Sonntag in Leverkusen spielen beim Tabellenführer. Aber wie gesagt, nochmal richtig Arbeit heute früh, weil wir nochmal ein paar Dinge gesehen haben. Erstens personell, zweitens dann, was die Grundordnung betrifft, dann noch taktisch im Spielaufbau, wo sie die Positionen nochmal anders besetzt haben. Also eine Mannschaft, die ja richtig gut über Ballbesitz ist, sehr variabel ist, aber schon auch insgesamt stark übers Zentrum kommt, immer wieder das Zentrum auch überlagert, die Außenbahnen meistens nur einfach besetzt hat, aber durch die extreme Passsicherheit, die Qualität im Ballbesitzspiel, sie es den Gegnern auch schwer machen, das hat man selbst in München Mitte der ersten Halbzeit über einen längeren Zeitraum gesehen, ins Pressing reinzukommen, also es sind schon ein paar Aufgaben, die da auf uns warten. Und trotzdem haben wir versucht, jetzt uns genau vorzubereiten, weil wir uns natürlich auch gut präsentieren wollen. Wir wollen uns wehren. Wir brauchen gute Momente im Spiel, insbesondere im Ballbesitz zu kommen. Ein gutes Verteidigungsverhalten, gutes Pressingverhalten. Und dann geht es über die berühmten Nadelstiche. Rechnen wir uns schon was aus, genauso über Standardsituationen. Wenn man über eine Schwäche vielleicht treten kann, die 5 Gegentore waren 4 Standards dabei bei Leverkusen. Aber erstmal muss man zu Standards kommen und dann kann man vielleicht auch da Kapital rausschlagen. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Ganz viele Fragen schon vorweggenommen, sehr gut. Muss man nicht so viel arbeiten. Was aufgefallen ist, in den letzten 3 Spielen habt ihr 3 Elfmeter bekommen und 3 wurden auch gegen euch gepfiffen. Ist das purer Zufall, solche Situationen? Ich glaube, in der ganzen Liga wurden 16 gepfiffen, in euren Spielen 6. Ich glaube, es ist Zufall, aber vielleicht hast du deine Meinung zu oder habt ihr da im Training irgendwas gemacht? Da haben wir im Training natürlich nichts gemacht. Manchmal ist es einfach so, dass es dann geballt kommt auf einen Schlag. Wichtig ist, dass nicht alle gegen uns waren, sondern dass wir auch Elfmeter für uns gehabt haben. Ja, und Elfmeter gehören zu Standards und Standards sind wichtig. Und von daher ist schon so, dass die Spieler immer mal wieder, die dann in Frage kommen, Elfmeter zu schießen, aber auch müde, die anderen Kipper Elfmeter idealerweise zu halten. Er hat ihn ja gehalten, muss man sagen, dann immer wieder auch mit einfließen lassen. Daniel Meckes, Radio Thun, bitte. Ja, letztes Jahr hat sich Leverkusen ja noch mit Ach und Krach für die Euroleague qualifiziert. Das hat sich über den Sommer stark entwickelt. Wir wurden ja von vielen Experten schon vor der Saison in der Top 3 gesehen, jetzt sogar Tabellenführer. Kann man dieses Leverkusen überhaupt noch mit dem Leverkusen aus dem letzten Jahr vergleichen? Naja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass wir letztes Jahr gegen Leverkusen gespielt haben und ich aus dem Detail sagen kann, was bei Leverkusen gut oder schlecht war. Wir sind dieses Jahr aufgestiegen, deswegen beschäftige ich mich jetzt vor allen Dingen auch in dieser Saison und gerade in dieser Woche mit Leverkusen. Und deswegen möchte ich nicht bewerten, was war, sondern was ist, was uns erwartet, weil uns der Blick in den Rückspiegel von Leverkusen letztes Jahr nicht so viel bringt. Ich glaube, sie haben sich schon nochmal weiterentwickelt, natürlich auch qualitativ hochwertige Spieler, aber sie können gegen einen organisierten Gegner mit einem guten Ballbesitzspiel agieren. Sie sind sowieso mit ihrem Tempo bei Umschaltsituationen sehr gut, weil sie eben viele Spieler mit viel Tempo haben. Aber man vergisst dann oft, und das haben sie in München gezeigt, aber auch in allen Spielen, auch gestern in der Euroleague, sie spielen ein sehr gutes Pressing, ein sehr gutes Gegenpressing, haben viel Intensität im Spiel, haben die zweitmeisten Sprints. Das sieht man dann einfach, dass die Mannschaft da auch sehr viel arbeitet.
ja, viele Bereiche, jetzt sind ja erst 4 Spieltage, aber wo sie zu Recht oben stehen, diese 10 Punkte geholt haben, weil viele Dinge einfach qualitativ herausragend sind in den ersten Spielen. Aber ich bin mir auch sicher, dass in Leverkusen sie auch genau wissen, sind erst 4 Spiele, das Entscheidende ist, das dann konstant umzusetzen weiter. Wir fahren nach Leverkusen. Man hat gesehen, wenn man zu passiv wird beim Spiel gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit, dann wird es schwer. Wir müssen überraschen können, auch in diesem Spiel. Wir brauchen eine gute Idee. Wir werden auch mal Glück benötigen in einer oder anderen Situation und einfach ein herausragendes Defensivverhalten. Und dann ist es möglich, dort zu überraschen. Tim Lömmer, Schwäbische Zeitung, alle Nachrichten, bitte. Vielleicht nochmal konkreter, jetzt angeknüpft an die Frage von Daniel gerade. Würdest du sagen, dass es vielleicht jetzt gut ist, noch nicht so viel passiert von den Tabellen, von den Spielständen her, von den Spieltagen her, Entschuldigung. Würdest du sagen, dass das vielleicht aktuell die vielleicht stärkste deutsche Mannschaft ist, gegen die man antreten kann? Die sind Erster, oder? Ja. Beantwortet das schon die Frage? Ja, letztendlich beantwortet sie es nicht. Aber wenn man dann noch die Inhalte sieht, inklusive das Spiel gestern in der Euroleague, dann ist es natürlich, das haben sie auch in München gezeigt, dass sie mit Bayern München mithalten können auswärts. Natürlich kann das Spiel in die eine oder andere Richtung gehen. Kurz vor Schluss geraten sie in Rückstand, machen dann nochmal durch den Elfmeter den Ausgleich. Auch da fallen Elfmeter in den anderen Spielen. Aber es gab viele Phasen, wo das Spiel in beide Richtungen hätte nochmal klar und deutlicher gehen können und sind extrem gut. Hohe Qualität, aber vor allen Dingen auch taktisch auf einem herausragenden, herausragenden Situation. Und das haben sie einfach in jedem Spiel gezeigt, dass sie da enorm Möglichkeiten haben, aber das in gute Ergebnisse einfach umgemünzt haben. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung nochmal, bitte. Deren Trainer hat ja die ähnliche Position gespielt wie du. Auf einem anderen Niveau, kann man sagen. Sieht man muss auch, man sagen. Muss man sagen, ja. Nicht im Trainervergleich machen, aber man sieht, glaube ich, auch bei ihm diese Resilienz im Spiel auch auf die Spielübertragung, habe ich das Gefühl gehabt. Gerade in München, wo sie wirklich in extremen Situationen dann noch Reaktionen gezeigt haben. Sieht man da viel Handschrift Xabi Alonso auf dem Spieler? Auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man klar und deutlich, dass da der Fußball gespielt wird, den sich mein Trainerkollege vorstellt. So stellt es sich für mich auf jeden Fall dar. Aber natürlich, wie bei uns auch, ist ja immer nicht nur einer, sondern es ist das ganze Team. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Und ich kann es nur noch mal sagen, wenn man jetzt den Saisonstart sieht, ist das herausragend. Damit beschäftigen wir uns, mit dem können wir arbeiten, müssen wir arbeiten. Und das Regal jetzt in Leverkusen, das ist sehr hoch angesetzt für uns, das wir greifen müssen. Nochmal Timo Lemmert, bitte. Jetzt habt ihr den ersten Sieg eingefangen gegen Werder Bremen. War das irgendwie vom Gefühl her unter der Woche, in der Trainingswoche, hast du gemerkt, dass die Jungs dann vielleicht noch einen Ticken fröhlicher, motivierter waren oder so? War das jetzt sicherlich schön gewesen, oder? Definitiv, aber insbesondere in der Zeit zwischen Abpfiff und ersten Training für die Woche. Und genau das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Die Glückseligkeit, die müssen wir jetzt wieder in Arbeit ummünzen, weil wir nach Leverkusen fahren, weil wir ein extrem schweres Auswärtsspiel haben. Und wenn du da was Gutes erreichen willst, dann brauchst du jeden einzelnen Spieler hochkonzentriert und fokussiert mit jeder einzelnen Faser. Auch das, was wir uns vornehmen, wir haben uns da jetzt intensiv beschäftigt und werden uns auch noch, wir haben noch 2 Trainingseinheiten intensiv beschäftigen mit dem, was wir gesehen haben. Und nochmal, jetzt kam nochmal was dazu über Nacht und da sind wir den ganzen Morgen schon dran. Und wir versuchen das einfach auch gebündelt in die Köpfe der Spieler zu bekommen, dass die Beine dann das Richtige machen am Sonntag in jeder Situation. Und deswegen ist die Stimmung gut. Es war wichtig für uns auch zu sehen, dass wir Spiele gewinnen können. Aber jetzt treffen wir natürlich auf eine absolute Top-Mannschaft, die mit Sicherheit auch die Möglichkeit hat, am Ende der Saison einen der vorderen Plätze zu belegen. Patrick Stricker für den SWR, bitteschön. Herr Schmidt, man könnte sagen, seitdem der erste FC Heidenheim in der Bundesliga mit dabei ist, ist es, ohne einen Zusammenhang herstellen zu wollen, spektakulär, weil torreich wie schon lange nicht mehr. 138 Treffer an den ersten 4 Spieltagen. Ich weiß, Sie sind der Neuling, aber Sie als Trainer, wie sehen Sie das? Was glauben Sie, wo kommt diese Torflut in Anführungszeichen in der Bundesliga momentan her? Ich kann es natürlich in erster Linie nur aus unserer Sicht beantworten. Und das habe ich, glaube ich, schon nach dem Spiel, dass wir jetzt nicht angetreten in dieser Bundesliga-Saison, weil wir jetzt das erste Mal Bundesliga spielen und der krasse Außenseiter sind und anfangen nur zu verteidigen und nur hinten drin zu stehen und möglichst mit einem 1-0 oder 0-0 dann mit einem Erfolgserlebnis zu haben,
sondern ich glaube einfach, dass viele Mannschaften gewillt sind, wie wir auch, dann mutig auch zu verteidigen, nach vorne zu verteidigen. Und das bedeutet dann immer wieder auch, dass es natürlich auch Räume gibt. Vielleicht mehr Räume, wie wenn man nur dieses klassische Mittelfeldpressing spielt, mit einer kompakten eigenen Hälfte, teilweise mit einem Abwehrpressing. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Hat man ja bei Union Berlin gesehen, in Madrid auch. Wenn es dann in die Nachspielzeit geht, kann immer dann noch ein Tor entscheiden. Ich glaube einfach, dass die Mannschaften einen offensiven Ansatz haben, dass sie offensiv denken und dass sie nach vorne spielen wollen. Im Prinzip habe ich jetzt über mich gesprochen und denke, dass das auch ein Grund ist in der Bundesliga letztendlich. Aber ist doch schön, so soll es ja sein. Das macht die Liga attraktiv. Die Menschen kommen ins Stadion, um sich zu freuen und sich zu ärgern. Und das geht am besten, wenn Tore fallen, entweder für dich oder eben gegen dich. Dann schließe ich noch direkt eine Frage hinten an. Attribute wie Laufleistung sind in Ihrer Mannschaft ja immer wieder ein großes Thema. Auffällig, dass es in dieser Saison quasi im Vergleich zur zweiten Liga auch wieder der Fall ist. In Dortmund waren es beispielsweise 6 Kilometer mehr als der Gegner. Wo kommt das her? Ist das eine Einstellungssache in Ihrer Mannschaft? Ist das das Konditionbolzen in der Vorbereitung? Oder wo kommen diese Laufleistungen in Ihrem Team immer wieder her? Das sind zwei wesentliche Aspekte. Einmal ist es die Grundlage zu schaffen in der Vorbereitung, was den athletischen Bereich betrifft. Aber für mich noch viel wichtiger ist die Bereitschaft im Kopf, die Widerstandsfähigkeit, auch wirklich zu wissen, ich höre erst auf, wenn der Schiedsrichter aufhört. Und das ist nicht allein dann so, wenn du fit bist, dass du automatisch dann viel läufst, sondern das ist einfach wichtig, dass der Kopf dann einfach das schafft, immer wieder die Verbindung herzustellen, was die Spielphilosophie ist, was die DNA ist, was natürlich der Trainer auch fordert und was du jede Woche auch trainierst. Und deswegen, die Grundlage ist das Entscheidende, dass du es mal per se leisten kannst. Aber dann muss es der Kopf klar vorgeben. Und da ist ja immer der Bezug da zur Spielauffassung, zur Spielphilosophie. Das ist dann die berühmte Mentalität. Das ist das auch umzusetzen, was wir fordern. Und auch zu wissen, wenn man es nicht macht, dann hat es Konsequenzen. Tim Lömmer hört nochmal Schwäbische Zeitung Kicker. Jetzt habt ihr ja medial natürlich auch mehr Aufmerksamkeit, mehr Leute gucken auf euch, auch mal so ein bisschen außerhalb der Ostseite, hatten wir vorher auch schon, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Nach dem ersten Sieg, was so ein Sieg ausmachen kann, habe ich jetzt so wahrgenommen, ich informiere mich dann ja auch bei anderen Medien. Am Anfang wurdet ihr so ein bisschen belächelt, da gab es ja auch schon einige komische Zitate, Äußerungen über euch. Jetzt heißt es auf einmal, ja, die kleinen Heidenheimer, seht ihr mal, die haben Bremen geschlagen, die können das, die können Bundesliga. Wie nehmt ihr das selbst wahr? Ich meine, ihr habt ja sowieso mal an euch geglaubt, aber kriegt ihr das auch mit und die neue Wahrnehmung quasi vom FCA durch einen Sieg wohlgemerkt? Ich glaube nicht nur, dass es durch den einen Sieg ist, sondern einfach die ersten Spiele. Aber so wenig mich das geärgert oder interessiert hat, wie am Anfang über uns gedacht worden ist, so wenig beeinflusst mich das jetzt, wenn vielleicht die Wertschätzung zugenommen hat. Und deswegen bringt uns ja nichts. Wir wollen, dass über uns gut geredet wird nach 34 Spieltagen oder nach 36 Spieltagen, dass dann einfach der Blick klar und deutlich ist, was wir wollen, was wir können, was wir als erster FC Heidenheim auch geleistet haben. Und das andere ist normal, auch diese Woche, ja, da merkt man jede Woche, dass da neue Dinge dazukommen, dass die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit eine andere ist. Aber ja, das gehört dazu und haben uns auch verdient. Nochmal eine Nachfrage, bitte. Noch eine letzte Frage, vielleicht schmunzelnder Natur. Wir haben mit Ehren Dingci ja geredet, war ja ein besonderes Spiel für ihn gegen Bremen. Der hat dann hinterher gesagt, dass er eventuell mit seinen zwei kleinen Cousins Ärger kriegt, weil das totale Werder-Fans sind. Haben wir Ex-Leverkusener Spieler? Bitte? Bei uns haben wir Ex-Leverkusener Spieler. Habe ich Leverkusen gesagt? Bremen. Nicht. Ach so, nein, darauf will ich gar nicht hinaus. Hast du mit Ehren nochmal geredet, war ja ein besonderes Spiel auch für ihn, wie er das aufgenommen hat und wie auch seine Stellung natürlich nochmal unterstrichen hat jetzt nach der kurzen Zeit in der Mannschaft. Wir reden jeden Tag, unabhängig davon, ob er jetzt zwei Tore geschossen hat oder nicht. Und das gilt auch für jeden Spieler. Mal gibt es die Gelegenheit ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ich finde, das Entscheidende ist, dass du das als Mannschaft, aber auch als Einzelspieler immer gut analysierst. Und da, so wie er letztendlich dann ja auch gestrickt ist, hat er das auch schnell abgehakt, hat die Freude natürlich auch gehabt. Aber wie es für die Mannschaft gegolten hat, dann letztendlich ab dem Trainingsauftakt gilt es natürlich auch für ihn, das abzuhaken. Weil die Punkte sind verbucht, das ist gut, aber dann sich darauf vorzubereiten, was kommt denn jetzt eigentlich, was ist das nächste Anforderungsprofil? Weil eins ist klar, mutmaßlich spielt Leverkusen mit einer Dreierkette, auch wenn sie es gestern nicht gemacht haben. Davor haben sie immer mit einer Dreierkette gespielt, so wie Bremen auch, aber komplett von der Taktik anders. Das heißt für uns, für jeden einzelnen Spieler, wir müssen ein paar Dinge wieder
anpassen. Jeder Spieler muss vielleicht die Aufgabe anders interpretieren und kriegt auch eine andere Anweisung. Und da wäre es jetzt grundverkehrt, das habe ich ja gesagt, wenn wir dann noch zu sehr glückselig sind, auf das zurückblicken, was war. Ehre mit 2 Toren, für uns alle mit 3 Punkten. Sondern ich möchte schon, dass jeder sich reinbeißt, dass jeder sich den Fokus drauf legt, auf das, was jetzt kommt, auf die Aufgabe, auf der einzelnen Position. Wie gesagt, da wird es Änderungen geben, aber wie wir uns auch als Mannschaft präsentieren müssen. Und das ist das Einzige, was man immer beeinflussen kann, was ich auch sehen will im Training, dass dann Fokus da ist, dass jeder das annimmt, was wir uns überlegen, weil wir beschäftigen uns intensiv mit den Aufgaben, die kommen. Und deswegen, der Blick ist schon längst wieder nach vorne gerichtet. Für alle.